Da ist jetzt. Da ist noch Honig drin. Den Honig müssen wir erstmal rausholen, oder was? Tja. Oh, okay. Wir haben ein Schilfrohr. Vielleicht können wir den Honig aussaugen, oder? Oh, bitte nicht. Tatsache. Lecker. Betankt und abschussbereit. Na dann. Endlich geht's mal. Oh, Wollmaus. Oha. Meine Güte, sie hat es tatsächlich geschafft. Die Putzfrau hat unsere Maschine repariert. Denkt ihr auch, was ich gerade denke? Ich denke schon. Ja, Fiona ist ein wunderschöner Name für einen Hund. Ein neuer Wert für unsere Karte. Wie wunderbar. Nun fehlen uns aber noch zwei Werte. Hoppla. Ich glaube, ich muss vorsichtiger auf den Auslöser drücken. Aha, okay. Können wir doch bestimmt noch bewegen. Jetzt zielt sie auf das komische Vieh am Waldrand. Das haben wir noch nicht gemacht. Das hat wohl nicht funktioniert. Warte, der Kollege hat doch hier einen Pfeil verschossen. Ist der vielleicht irgendwo gelandet? Ah, ja, hier, ein Pfeil. Und wir den jetzt zum Schrofkratzen benutzen. Wird nicht funktionieren, aber wenn Sie es kaputt machen wollen, probieren Sie es gerne aus. Hey, nicht kratzen! Ja, schon freigeschätzt. Go, Scratcher. Aha, okay. Wir haben seine Stelle gekratzt. Tja, können wir vielleicht den Pfeil hier irgendwo einfach mal reinstecken? Na sicher. Ui. Wie geht's? Jetzt ist der Pfeil ganz verklebt. Und jetzt Auspuff befreit, können wir jetzt vielleicht. Nee, der schluckt den. Hm. Das hat wohl nicht funktioniert. Das Ding immer. Okay. Ich gehe gerade mal hoch. Tja. Robert, willst du Honig? Ja. Nein. In den Brustbeutel stecken. Nein. Pflegen, mit anlocken, mit dem Honig. Die Viecher scheinen Honig zu lieben. Okay. Und der Schruf mag fliegen, oder? Okay. Magst du mal, magst du haben?
Der Schruf abgelenkt. Sehr schön. So, jetzt. Aha. Ein weiterer Papierflieger. Wie schön. Ein hervorragendes Exemplar. Ein neuer Wert für unsere Karte. Wie wunderbar. Aha. Ist die Karte vielleicht langsam mal vollständig? Aber es fehlt immer noch einer. Seht euch die Charta an. Die Windwirbel scheinen uns etwas sagen zu wollen. Vielleicht jetzt nochmal auf den Windmönch schießen. Jetzt zielt sie auf den verrückten Alten im Baumhaus. Let's go. Der Brief muss ja wieder, der muss wieder zurückkommen. Achso, der alte Mensch zerschießt ihn. Das hat wohl nicht funktioniert. Der muss zurückkommen, damit die ihren letzten Strich drauf machen können. Wollmaus. Die hängt so weit oben. Na komm, das kriegen wir doch hin. Okay, Sekunde. Den Haken wieder zusammenbauen. Können wir noch bestimmt greifen. Das Schilfrohr ist zu kurz. Das Schilfrohr ist zu kurz. Als ob. Vielleicht können wir es verlängern mit dem. Der Zeigestock passt genau in das andere Ende vom Schilfrohr. Ui. Teleskop. Stab. Schliff und mit Zeigestock unterhaken. Ist jetzt lang genug? Aha. Ich habe sogar schon eine Idee, was wir mit der Wollmaus machen können. Wir haben schon was versucht. Die Wollmaus könnte da passen. Ich habe ja hier. Sekunde. Wir haben ja schon versucht, eine Maus. Vielleicht. Wollmaus. Der hört jetzt nichts mehr. Alles klar. Blind und taub. Na dann. Wird es doch bestimmt gelingen mit den. Jetzt können wir hier den letzten Brief abschicken. Ich meine den letzten Papierflieger. Jetzt zeigt sie irgendwo in den Wald hin. In den Wald hineinschießen? Haben wir auch noch nicht probiert, oder? Ein weiterer Papierflieger. Kollegen, ich stelle fest, diese Daten haben wir bereits erfasst. Okay, also nochmal auf den Windmönch. Jetzt zielt sie auf das komische Vieh am Waldrand. Das soll es nicht. Jetzt zielt sie auf den verrückten Alten im Baumhaus. So, jetzt. Let's go. Interessant. Süd-Südwestwind. Linker Knick. Der letzte Messwert. Sehr schön. Hier, es ist ganz deutlich. Es muss eine weitere Windquelle geben. Das ist die Entdeckung des Jahrhunderts. Natürlich. Das haben wir nun für unglaubliche Möglichkeiten. Wir müssen einen Pakt schwören. Wir müssen die Karte in 4 Teile teilen. Warum 4? Na, einen Teil für dich, einen für mich, einen für Latz
und einen für die Putzfrau. Erzählen wir es doch, Conroy. Er wird uns zu Obererologen ernennen. Ausgezeichnete Idee. Für Conroy arbeiten die. Meine getreuen Erologen, lasst uns neue Meilensteine der Wissenschaft erklimmen. Ja, hört auf den Typen, der Honig in den Tank gekippt hat. Und die Karte haben sie gelassen. Sehr schön. Ihr habt eure Karte. Ach, was soll's. Echte Profis. So, wir haben eine Windkarte. Nehmen den Sattel mit. Ein bisschen looten hier. Schädel nehmen wir auch mit. Wie stellst du dir das vor? Einfach einstecken in die Hosentasche und mitnehmen. Okay, jetzt haben wir einen Sattel und eine Windkarte und okay. Können wir mit dem Sattel noch irgendwas machen? Hier unten sind wir ja fertig. Vielleicht können wir im Baumhaus noch irgendwas. Etwas mit der im Sattel tun hier den Robot? Ja, nein. Natürlich. Oh, jetzt gehen wir rüber. Was hast du vor? Keine Angst, ich habe an alles gedacht. Den Windmensch unterstoßen. Und wenn nicht? Gib dir Mühe und ansonsten triffst du zumindest den Boden. Aber was wenn... Nicht reden, zielen. Juhu. Was war das für ein Geräusch? Du wirst schon noch reden. Ich habe Geduld. Ich habe seit 20 Jahren Geduld. Sei nicht traurig. Du hast den Sumpf echt Errungenschaft freigeschaltet. Chapter 2. Secret Place in der Brutforst. Zum Glück hat das Hornissennest deinen Sturz gebremst. Ja, aber ich hätte nicht versuchen sollen, mich an den Dornen festzuhalten. Hey, wir sind da. Nach der Karte ist das der seltsame Ort. Noch ein Schruf. Was ist hinter dieser Pforte? Finden wir es heraus. Aha, sind wir hier schon am nächsten Ort angekommen. Schaufpuppe. Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. Okay, reden wir mal mit Schrufeliner. Was machst du denn hier? Du bist mir doch nicht etwa gefolgt? Herr Schruf, was tust du denn hier? Erstens, ich bin eine Frau. Falls ihr also vorhattet, mich zu beleidigen, dann habt ihr jetzt einen Feind. Zweitens... Was wollt ihr beiden Kasper bitte an meiner Pforte? Puh, was für ein aggressives Miststück. Du kannst mich ruhig Schrufeline nennen. Aha. Wir haben erst vorhin einen anderen Schruf kennengelernt. Das kann nicht sein. Ich weiß zufällig, dass ich der einzige existierende Schruf bin. Das dachte der andere auch. Das scheint bei den Viechern eine Lebenseinstellung zu sein. Wen hast du hier gerade Viech genannt, du Biest? Wen hast du hier gerade Biest genannt, du Kröte? Wen hast du hier gerade Kröte genannt, du Miststück? Wen hast du hier gerade Miststück genannt? Zeckenkrieg. Aufhören, bitte. Oh mein Gott. Wir könnten dich zu dem anderen Schrof bringen. Warum? Ja, Robert. Warum? Naja, dann könntet ihr euch kennenlernen. Nicht nötig. Ich bin gerne unabhängig und genieße mein Single-Leben. Du hast also noch keinen gefunden? Ach, ich sehe auch keinen Ring an deinem Finger. Du bist auch nicht gerade das heißeste Brötchen im Korb. Wie auch da immer. Haben sich zwei gefunden. Ein Ehemann sollte reich sein und attraktiv und liebevoll. Da haben sich zwei gefunden. Feuerfest und blind und taub. Meine Damen, bitte. Interessante Sitzgelegenheit. Du meinst den Stein hier? Oh, ich hasse ihn. Ach, grau ist überhaupt nicht meine Farbe. Dann setz dich doch woanders hin. Ja, es ist immerhin ein versteinerter Asposa, auf dem du deinen grünen Hintern geparkt hast. Ach, Herzchen, du hast doch keine Ahnung. Wenn ich hier einfach runterspringe, würde ich einfach ein tiefes Loch in den Boden ätzen. Vielleicht können wir dir helfen, da runterzukommen. Nein, du hast sie doch gehört. Sie würde einfach im Boden versinken. Ich meinte damit eigentlich, dass meine Haut in etwa so ätzend ist, wie der grüne Müllsack, den du anhast. Okay, versteinerter. Meine Güte,
Du sitzt da tatsächlich auf einem Asposa. Er hat sich bisher nicht beklagt. Es sieht aus, als würdest du aus ihm herauswachsen. Oh, völliger Quatsch. Jeder weiß doch, dass wir Schrofs aus Seerosen geboren werden. Wow, ihr werdet aus Blumen geboren? Nein, Seerosen. Diese großen schwimmenden Säugetiere. Ach du meine. Oh, die Schrofeier nisten sich bei der Seerose im Kopf ein und explodieren irgendwann, wenn der Schrof fertig ist. Die Seerose stirbt dabei. Wunderschöne Geschichte. Ich habe das Gefühl, dass meine Seele sich gerade übergeben muss. Tja. Du kannst diesen Stein also nicht leiden? Er passt einfach nicht zu mir. Aber wenn ich einfach auf den Boden hüpfe, spaltet sich die Erde an der Stelle, auf der ich lande. Das ist unpraktisch. Tja, also... Ich weiß, dass ihr Schrofs ziemlich giftig sein könnt. Willst du mich wirklich zum Feind haben? Ich will nicht mal mit dir befreundet sein. Ich meinte nur, dass eure Spezies ziemlich starke Abwehrmechanismen hat. Oh, das stimmt. Meine Haut sondert ein ätzendes Sekret ab. Meine Krallen sind schärfer als Rasierklingen. Und der Letzte, dem ich ins Gesicht gespuckt habe, ist so verrückt geworden, dass er sich kopfüber an einen Baum gehängt hat. Und? Ist bei ihm alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Er ist tot. Tja, der Arme. Was tust du denn mit diesem Sekret? Naja, ziemlich witzlos. Ich töte damit hauptsächlich. Man kann damit aber auch Sachen wegätzen, die einen stören. Aha. Sag mal, was ist vor uns? Hund, aus dem du hier vor dieser Pforte sitzt? Ja, bewachst du da irgendwas? Ein Schatz? Ein Geheimnis? Ich arbeite hier an meinem Teint. Dem Teint? Aha. Weißt du vielleicht, was sich hinter dieser Tür befinden könnte? Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Wow, danke für die Auskunft. Steht hier irgendwo Touristeninformation? Ganz großartig. Die einzige Hoffnung, die wir haben, bräunt sich auf einer versteinerten Leiche und ist zickiger als... Du? Dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Okay. Du kannst uns nicht zufällig sagen, wie wir durch diese Pforte kommen? Was hätte ich denn davon? Du würdest erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man nett ist und andere einen mögen. Oh, wie fühlt sich das denn an? Keine Ahnung. Frag ihn. Tja, gut, wir haben genug erfahren. Irgendwie nicht, aber ja. Versteinerte Arme. Oha, überraschte. Die lasse ich lieber da stehen. Das ist immerhin, was Beine tun sollten. Noch ein hübscher Stein. Da komme ich mit meinen Fingern nicht runter. Und außerdem ist er viel zu schwer. Ein großer, schwerer Stein. Tja, schlafendes Phosphos. Es schläft und ich brauche gerade keins. Muss ich mal anberühren. Das mache ich nicht. Danke, dass du mich am Rücken gekratzt hast. Ich hoffe für dich, du wolltest mich nicht runterschubsen. Das hätte ernsthafte Konsequenzen für das Fortbestehen der asposischen Rasse gehabt. Aha. Wie können wir es hochheben? Tatsächlich nicht. Schwer. Ich schaffe das nicht allein. Das heißt nicht, dass ich schwach bin. Ganz im Gegenteil. Man braucht viel Stärke, um sowas zuzugeben. Laura wird mich trotzdem auslachen. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Aha. Ein Arm passt nicht auf Beine. Wenn die Natur das so gewollt hätte, würden wir die ganze Zeit Rad schlagen. Und das ist ein Fakt. Okay. Mit bloßen Händen werde ich den Stein nie bewegen können. Vielleicht mit bloßen Armen? Damit geht es nicht. Der Stein wackelt nicht mal. Okay. Von hier aus kann ich nichts ausrichten. Ein Strickleiter.
Vielleicht kannst du... Alles, was ich berühre, geht kaputt. Sprossen. Ob ich da wohl irgendwie hochkomme? Ja, nicht ohne die... Ohne die zweite Stufe. Mit Laura noch ein bisschen reden. Was gibt's Neues in der Welt? Ist bei dir alles klar? Naja, ich habe keine Ahnung, wo mein Vater steckt. Mir ist kalt, ich habe Hunger und die Leute hier sind alle verrückt. Aber ansonsten gut, danke. Was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Rot. Natürlich. Hast du eigentlich schon immer unter dem Mechater gelebt? Naja, mein Vater hat mich beim Betreiber des Mechaters versteckt. Ich habe früh angefangen zu rebellieren. Gegen deinen Ziehvater? Gegen Conroy. Mit 8 habe ich meinen ersten Stinkbombenanschlag auf den Palast verübt. Aha. Wo hast du eigentlich kämpfen gelernt? Wie jeder andere auch. Auf dem Schulhof. Schöner Mantel. Ja. Passt gut zu, deiner Persönlichkeit. Danke. Nette Nase. Passt toll zu deinen Schuhen. Kannst du mit dem Arm den Stein hochstemmen? Klar. Oi. Keine Sorge. Wir reden einfach nicht drüber. Also ich mag es, wenn Männer stark genug sind, um Schwäche zu zeigen. Aha. Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Was mache ich jetzt damit? Das Tor, aber die Pforte haben wir noch gar nicht. Hey, wir noch Laura. Ein bisschen reden. Was für ein merkwürdiger Ort. Alles hier wirkt, als wäre die Zeit ganz plötzlich stehen geblieben. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich frage mich, was mit meinem Vater passiert ist. Mach dir keine Sorgen. Wir finden ihn. Okay. Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Das kann nicht sein. Die Pforte wurde seit Jahren nicht geöffnet. Tja. Sollten wir sie mal angucken. Die Pforte. Das Tor ist ja riesig. Und leider verschlossen. Verschlossen. Jetzt muss ich unbedingt wissen, was dahinter ist. Wenn sie nicht gewollt hätten, dass jemand da einbricht, hätten sie es offen lassen sollen. Aha. Ein Symbol. Dieses Symbol, da kommen wir natürlich nicht ran. Ein Phosphos. Ein Phosphos. Wir haben da unten ein Phosphos zu schlafen. Zum Liegen würde ich sagen, aber... Naja, dann könnte ich... Verstehe. Ich kann mir die Sprossen unter den Stein legen. Aha. Stein aufrollen. Alles klar, Stein. Halt dich fest. Jetzt geht's los. Das war wohl das Ziel. Damit wir den Bewohner reparieren oder was? Okay. Na, dann lüft mal rüber. Entschuldigung, wir... Was? Schau mal, Schruffeline, wir haben dir einen Stein besorgt. Du kannst jetzt da runterkommen. Einen schöneren habt ihr nicht gefunden. Ich werde dich... Du blöde... Laura, nicht... Lass mich das machen. Schruffeline, würdest du bitte den Stein wechseln? Klar, kein Problem. Danke. Siehst du, Laura, sie ist doch ganz nett. Robert, sie wird da nicht runterkommen. Ganz richtig. Aber warum denn nicht?
Gib mir einen Grund. Aha. Argumentieren, flirten, betteln, drohen. Und? Wie geht's? Wie steht's? Oh, gut. Ich bräune mich nur ein wenig. Mit dem Schruf flirten. Ich finde, das Grün steht dir super. Ja. Wirklich? Wirklich. Ich hatte mal einen Kaktus, den ich sehr geliebt habe. Du erinnerst mich an ihn. Oh, danke. Weißt du, ich höre nicht oft Komplimente. Das glaube ich nicht. Ich schon. Oh, na, du bist mir einer. Was willst du nur mit dieser Gewitterziege neben dir? Ach, Laura kann echt nett sein. Woher willst du das wissen? Sie ist eben sehr energisch. Ich bin nicht energisch. Ich bin ansteckend. Süße, ich finde, du bist echt nett. Nein, du bist echt nett. Nein, das ist echt widerlich. Aha, okay. Schau mal, ganz logisch betrachtet, könntest du doch auch auf dem Stein daneben sitzen, oder nicht? Oder nicht. Warum denn nicht? Dies ist ein freies Land. Nein, ist es nicht. Was denkst du, was wir hier überhaupt machen? Weißt du, wir sind gerade dabei, Asposen... Freies Land ist eine Argumentation. Interessant. Nicht. Was müssen wir tun, damit du da runterkommst? Die da soll sich bei mir entschuldigen. Okay. Laura? Nein. Aber dann könnten wir... Nein. Aber Asposien wird sterben. Die Antwort lautet nein. Verdammt. Lass mich das machen. Alles klar, Schätzchen. Entweder bewegst du deinen giftgrünen Hintern von dem Versteinerten, oder von dir steht hier gleich auch nur noch die Hälfte. Oh, ich bin so beeindruckt, dass ich dich jetzt einfach ignorieren werde. Hey, das ist mein Spruch. Stimmt, das hat sie zu mir gesagt. Es hilft ja viel. Also... Weg da, oder ich trete dir in deinen Hintern. In dem Moment, in dem dein Fuß mich berührt, löst du dich auf. Drohst du mir? Also eigentlich hast du sie zuerst bedroht. Und genau genommen hat sie recht. Weg da, oder ich trete dir in deinen Hintern. In dem Moment, in dem dein Fuß mich berührt, löst du dich auf. Drohst du mir? Also eigentlich hast du sie zuerst bedroht. Und genau genommen hat sie recht. Betteln wir noch ein bisschen. Laura, wir müssen uns nur bei ihr entschuldigen. Nicht ihr, nur die da. Sag einfach Entschuldigung. Na fein. Ich habe Nagelpilz gesehen, der attraktiver ist als du. Ich glaube, das war keine Entschuldigung. Ich glaube, ich bleibe hier sitzen. Oh Mann. Sieh mal, wenn du darüber springst, hilfst du Asposien zu retten. Was ist denn Asposien? Die Welt, in der wir leben. Tut mir leid, aber der Rest der Welt kratzt mich nicht. Das tut dir überhaupt nicht leid. Stimmt. Oha. Stufe 2. Meinst du, könntest ein kleines Stück auf den Stein da hüpfen? Was bekomme ich denn dafür? Was hättest du denn gern? Weißt du, ich kann gerne was suchen, um mit dir zu tauschen. Sowas mache ich andauernd. Ein Kuss würde mir vollkommen ausreichen. Dann würde ich doch sterben. Oh, du bist so süß. Ja, man will sich am liebsten übergeben. Na fein, Süßer. Für dich hüpfe ich rüber. Na, nett sein bringt's doch immer. Sehr schön. Okay, haben wir es geschafft. So, wir nehmen den Korpus. Ungewöhnlich leicht. Jetzt fühle ich mich... Natürlich passt der ins Inventar. Das sollte halten. Und ein Arm noch. Ich baue mir einen Asposa. Juhu. Kleber ist nicht mehr mit dabei. Was macht er denn da? Er spielt auf seiner Nasenflöte. Das könnte ein Hinweis sein. Er hält das erste und letzte Nasenloch zu. Kannst du das auch? Müssen wir spielen. Sogar die Statue kriegt es hin. Versuch es. Kriegen wir vielleicht das Tor auf damit. Das erste und das letzte. Mit Tasten 1, 2, 3, 4 kannst du Töne spielen. Okay.
Da meine Musik drauf spielen. Ach, das hat geklappt. Das war nicht richtig, aber wir haben das erste Mal selbst gespielt. Ja. Sehr schön. Die erste und letzte Minute haben wir gespielt. Da waren noch welche dazwischen, aber was soll's. Wow, Flötennase. Deine Nase ist echt seltsam. Aber gut seltsam. Auch beeindruckend seltsam? Eins zu viel, Flötennase. Ach Mensch, ich hätte aufhören sollen, als ich gerade vorne lag. Tja, also in die Ruine oder was? Rein mit uns. Lade.